Idyllisch ist sie, die Stadt Herrenberg. 32.000 Einwohner, 2 Schulzentren und 2 Bundesstraßen durchqueren die schwäbische Mittelstadt. Klingt jetzt erstmal nicht besonders außergewöhnlich. Doch Herrenberg kann vielleicht ein in Deutschland einmaliges Projekt testen. Kostenlose Tickets für Bus und Bahn. Einfach einsteigen, ohne zu bezahlen. Für die Herrenberger müsste das doch eine Traumvorstellung sein, oder? Würden Sie denn Ihr Auto stehen lassen, wenn es gratis Tickets geben würde? Ich bin auf mein Auto angewiesen, allerdings sollte das in irgendeiner Weise für mich zweckhaft sein, wenn ich jetzt privat unterwegs bin, dann auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich auch nicht viel öfter, als ich es jetzt zurzeit tue. Wir fahren viel Fahrrad, ich habe einen Elektroroller und von daher bin ich meistens so unterwegs. Ich finde es ganz gut, also grundsätzlich. Das wird halt ziemlich teuer, weil der Bund kann er bezahlen, er soll wohl bezahlen und das soll ja wohl in die Hunderte von Millionen Euro. Sollte es ja hoch sein. Der ÖPNV zum Nulltarif ist nur eine Idee der Bundesregierung, um die Luft in den Städten zu verbessern. Weitere Ansätze sind unter anderem Tempolimit, Lkw-Verbot oder die Stärkung des Radverkehrs. Jeweils eine der Maßnahmen soll dann in einer der 5 ausgesuchten Kommunen getestet werden. Aber warum wurde ausgerechnet das beschauliche Herrenberg als Teststadt ausgewählt? Laut OB Sprissler haben sie hier zwar auch leichte Überschreitungen des EU-Grenzwerts bei der Luftbelastung, sind aber noch lange nicht so stark betroffen wie Stuttgart. Die Kriterien sind mir auch nicht 100% bekannt, aber wir haben in der Arbeit den integrierten Mobilitätsentwicklungsplan. Das ist bekannt, das heißt, wir sind diesbezüglich unterwegs im Thema und haben den Masterplan für die Reduzierung von Stickoxiden bei der Bundesregierung um die Jahreswende platziert gehabt. Diesen hat sie bejaht, bezuschusst uns und ich glaube, daher sind wir in der Präsenz in Berlin relativ weit oben. Weit oben auf der Fragenliste von Sprissler ist auch das Thema Finanzierung. Er sagt, wer bestellt, bezahlt. Wenn es nach ihm geht, also der Bund. In Herrenberg befährt der Citybus in der Kernstadt 4 Linien. Die Orte außerhalb klappert der Regionalbus ab. Schon jetzt decken die Fahrgasteinnahmen beim Citybus nicht die jährlichen Ausgaben ab. Der Betrieb des Citybusverkehrs ist natürlich ein defizitärer. Sollte der Nulltarif kommen, würden nochmal 230.000 Euro Fahrgasteinnahmen wegfallen. Dennoch will der OB die Idee nicht in die Mülltonne stopfen. Wenn man mal so einen kompletten neuen und ich denke schon auch einen mutigen Ansatz hat, wäre es aus meiner Sicht völlig falsch, ihn jetzt schon komplett zu zerreden. Auch wenn ich die Komplexität des Ganzen sehr wohl sehe, aber ich finde, an dem muss man jetzt positiv rangehen. Wann der Versuch starten soll, steht noch nicht fest. Und ob Herrenberg das Gratisticket testen wird oder eine der anderen Maßnahmen, kann sich am Wochenende bei einem Telefonat mit Berlin entscheiden.